Tram. Finanzkrise in Asien, die Weltwirtschaft und die Weltwährungen könnten mit in den Sog geraten. Und das in einer Zeit, in der sich Europa um eine gemeinsame, stabile Währung bemüht, den Euro. Im Mai werden die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden. Höchste Zeit, Ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das haben sich vier Professoren aus Deutschland gesagt und haben heute beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Können Sie den Euro stoppen? Axel Sonneborn aus Karlsruhe. Der Kampf um den Euro. Seit heute ist es richtig spannend. Vier prominente Professoren aus Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und Tübingen haben ihre Verfassungsbeschwerde gegen den Euro in Karlsruhe persönlich abgegeben. Begleitet von einem in dieser Form noch nie dagewesenen Medienspektakel. Wer sind diese vier Professoren? Drei von ihnen Wirtschaftsexperten und ein Jurist. Und mit welchen Argumenten wollen sie den Euro noch verhindern? Das sind 352 Seiten, also schwer. Eine weitere Durchschrift. Ja. Denken Sie es gerade um. Ja? So, danke. Bringen Sie nicht zusammen unter der Last der Verantwortung. Und dann hätten wir gerne die Last der Verantwortung hatte heute erstmal nur der Pförtner des Bundesverfassungsgerichts. Von offizieller Seite wollte sich niemand zeigen oder gar dazu äußern. Ich denke, die Chancen sind umgekehrt proportional dem Brimborium, mit dem die Verfassungsbeschwerde eingereicht wird. Was heißt das? Das heißt, dass ich ihr keine großen Chancen gebe. Zum einen fehle es wahrscheinlich schon an der Zulässigkeit der Klage. Zum anderen seien durch den Euro keine persönlichen Grundrechte verletzt. Doch die Kläger sehen das natürlich ganz anders. Keine Regierung darf etwas verschenken, was ihr nicht gehört. Sie muss das Volk fragen. Es ist die Eigentumsgarantie des Artikel 14. Keine Regierung darf fahrlässig Vermögensschäden, Eigentumsschäden hervorrufen. Die sind mit dem Euro verbunden. Und der dritte ist für mich besonders wichtig, das Sozialstaatsgebot. Mit dem Euro steigen die Zinsen, wird die Lage am Arbeitsmarkt noch schwieriger, wird der Sozialstaat noch teurer. Der Euro muss stabil werden, sagt die Regierung. Und alle Voraussetzungen sind dafür nicht gegeben zurzeit. Und wir wollen die Regierung zwingen, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Wir sehen, dass die Bundesregierung dazu nicht bereit ist. Deswegen muss das Bundesverfassungsgericht einspringen. Die Kläger sind voller Optimismus. Denn die Währungsunion sei eine Fehlkonstruktion. Die Folgen für Europa, noch mehr Arbeitslosigkeit und speziell in Deutschland eine Geldentwertung. Wir können nicht eine gemeinsame Währung von Lappland bis zur Algarve machen und Sizilien und bis nach Nordirland und setzen über dieses sehr zerklüftete, national und ökonomisch zerklüftete Europa eine europäische Zentralbank, die in der Geldpolitik machen kann, was sie will. Um den Euro in letzter Minute noch zu verhindern, haben die Professoren ihre Klage mit einem Eilantrag versehen. Denn in knapp einem Jahr soll der Euro ja schon offizielles Zahlungsmittel sein. Also natürlich steht hinter dieser Verfassungsbeschwerde eine achtbare Überzeugung, eine legitime Meinung. Auf der anderen Seite glaube ich schon sagen zu dürfen, dass der große öffentliche Aufwand, der hier getrieben wird, nicht zuletzt dazu bestimmt ist, das Bundesverfassungsgericht ein bisschen auch politisch unter Druck zu setzen. Und solches hat noch nie Erfolg gehabt. Mal sehen, wie das Verfassungsgericht reagiert. Anfang Mai wollen die Staats- und Regierungschefs in Europa entscheiden, wer ab 1999 bei der Währungsunion dabei sein darf.